Dieses Video enthält Spoiler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen die Chroniken von Drunagor und befinden uns in der Nebenquest Admiral Lucanor's Verderben. Wir sind an Bord der Seeschwinge, dem Flaggschiff von Admiral Lucanor, sind dort durch das Deck gebrochen, weil die Planken doch sehr morsch waren. Und jetzt müssen wir uns aus dem Bauch dieses Schiffes nach oben kämpfen. Es sind jede Menge Gegner da gewesen, die haben wir jetzt erstmal weggemacht. Doch wir stehen vor der nächsten Tür und wer weiß, was sich dort hinter alles verbirgt. Das werden wir heute herausfinden und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von Dunagor. So sieht es bei uns aus. Unsere beiden Charaktere, Warn und Lorelei, befinden sich in der Seeschwinge in irgendeinem Bereich. Wir wissen es nicht genau. Und eine Tür ist in diesem Raum. Mehr haben wir nicht mehr. Alle Gegner hier drin sind weg. Wir haben noch ein paar schöne Gegenstände bekommen. Aber ich denke mal, die Gegner sind jetzt auch nicht unbedingt das große Problem. Mein größtes Problem ist die Zeit. Denn wir haben nicht mehr allzu viele Runenplättchen hier im Beutel drin. Und deswegen, ich muss jetzt irgendwo versuchen, einen Weg an Deck zu finden. Denn ich vermute, dass dort der Admiral auf uns lauert und den werden wir wahrscheinlich zur Strecke bringen müssen, um dieses Abenteuer erfolgreich abzuschließen. Ich weiß es nicht, es ist nur eine Vermutung, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann so sein wird. Es ist ein Kommandant und je mehr Runen auf dem Initiativtrack sind, desto gefährlicher wird ja auch das, wird noch ein Problem werden. Aber das ist eine Herausforderung, der ich mich jetzt stellen werde, denn als nächstes werde ich durch die Tür brechen. Vaughn hat den ersten Zug. Doch, wir sehen es für Warn, er hat nicht die Möglichkeit, mit einer Standardbewegung bis zur Tür zu kommen, aber ich habe ja noch andere Möglichkeiten. Deswegen erstmal die Standardbewegung. 1, 2, 3. Hier an diese Stelle. Und jetzt ist die Frage, welchen Würfel verwende ich, um eine weitere Bewegung zu erzeugen? Ich habe leider ja keine Fähigkeiten für Bewegung. Habe ich zwar schon, aber die sind alle schon blockiert. Deswegen, ich denke mal, ich hebe mir den roten Würfel mal noch auf. Vielleicht hole ich mir noch einen Fokus und noch einen Reinigen. Und deswegen werde ich den blauen Würfel jetzt hier verwenden, um nochmal drei Bewegungspunkte zu erzeugen. Benutzen wir den ersten Bewegungspunkt direkt hier an die Tür rein, habe ja noch zwei Bewegungspunkte, könnte ich mich vielleicht auch wieder zurückziehen, falls es nötig sein wird. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Achtung, Spoiler, wer das nicht hören möchte, kann das jetzt bis zu diesem Timecode überspringen, was sich hier als Geschichte hinter Tür 2 verbirgt. Verborgene Schatzkammer. Hinter den verstreuten Kisten und Fässern entdeckst du eine versteckte Treppe, die in die private Schatzkammer des Admirals führt. Die Truhen wurden bereits zerschlagen und der Boden ist mit Goldmünzen und anderen Schätzen übersät. Die einzige intakte Truhe ist eine nachtschwarze Kiste mit silbernen Verschlüssen und schimmernden grünen Ätzungen. Deine Augen können sich kaum an ihr Satt sehen und du spürst einen unglaublichen Drang, sie zu öffnen. Ein Schattenkultist macht sich an der Truhe zu schaffen. Als er dich bemerkt, dreht er sich um und zischt. Na, jetzt wird's doch interessant. Wir haben die Schatzkammer der Seeschwinge entdeckt. Allerdings immer noch keinen Zugang zum Deck. Die Schatzkammer soll vollgefüllt sein mit Münzen. Das sieht man jetzt nicht. Hätte man vielleicht grafisch etwas anders lösen können. Aber sei's drum. Eine Truhe soll noch unverschlossen sein. Ich vermute mal, das ist das Interaktionstoken. Da werden wir hin müssen. Allerdings müssen wir an den Gegnern vorbei. Wir haben wieder natter Noch diesmal vom Typ Kämpfer etwas stärker. Sie haben ja Lebenspunkte und zwar 16 und machen einen Schaden mehr. Ansonsten sind sie genauso wie die vom Rang Novize. Beim Schattenkultisten auch wieder der Veteran. Ich nehme wieder die komplexe Variante. Heißt also. Mit der Seite, die dann auch heilen wird. Er wird primär wieder Dunkelheit unter sich entstehen lassen und das wird wahrscheinlich auch mein Fokusziel sein. Sowieso, denn ich muss alle Gegner wegmachen und ich muss auch das Interaktionsplättchen weghaben. Dann erreiche ich ein Ereignis und dann komme ich auch wieder zurück an Deck. Doch als ich jetzt diese Tür geöffnet habe, muss ich noch ein anderes Ereignis prüfen. Denn unser Warn hat diese Tür ein klein wenig. Ungeschickte geöffnet und wir müssen jetzt prüfen, ob wir den Status Geheimgang haben. Ja, den habe ich nicht, habe ich nirgendwo entdeckt, wo ein Geheimgang sein könnte. Vielleicht wahrscheinlich irgendwas bei der Statue, keine Ahnung, haben wir nicht. Und deswegen erleidet unser Worn jetzt drei Schaden, steht aber nicht da, dass es nicht verhinderbar ist, somit kann ich etwas dagegen machen und muss wir den Status Lärm aufschreiben. Den Status habe ich mir notiert. Wahrscheinlich nichts Gutes, wenn wir hier Krach gemacht haben. Ja, wahrscheinlich oben an Deck wird dann irgendjemand wachgerüttelt. Aber ja, das werde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Wir haben eine Möglichkeit, den Schaden zu verhindern. Wir müssen sogar, denn wir haben vier Schilde, drei Schaden, somit also noch ein Schild übrig. Und jetzt können wir direkt weitermachen. Warn hat ja noch zwei Bewegungspunkte und hat auch noch den roten Würfel. Und da ich weiß, dass der Schattenkultist dann näher kommen wird, er ist momentan auf der Seite, wo er angreifen möchte. Und auch die Klauenatter werden rankommen. Werde ich auch ein klein wenig das Weite suchen. Werde sie hier runter herankommen lassen, werde sie dann von oben angreifen. Dann treffe ich auch ein klein wenig besser. Habe sie, wenn es gut läuft, auch gut geknüppelt zusammen und deswegen werde ich einfach wieder ein, zwei Schritte zurückgehen. Aber das war eher ein taktischer Rückzug. Kann ich nur nicht allzu oft machen, denn ich habe nicht unbegrenzt viel Zeit. Aus diesem Grund werde ich jetzt noch meinen letzten Würfel anwenden. Und zwar für den Kampffokus. Kriegen wir einen Fokus. Einmal reinigen. Die Fähigkeit könnte jetzt helfen. Doch, das war mein letzter Würfel. Müssen eine Rastaktion durchführen. Unfreiwillig müssen wir uns verfluchen. Und ja, was blockiere ich? Auch die Fähigkeiten sind alle gut. Äh, na, blockieren wir mal diese. Und jetzt werde ich noch eine kleine Aktion durchführen. Ich denke mal, es ist es wert. Ja, Feuerresistent ist er nicht. Das hatten wir schon festgestellt gehabt. Und zwar werde ich die Rolle der Verbrennung auf den Schattenkultisten sprechen. Es ist ein Zauber, unbegrenzte Reichweite. Zwei direkte Schaden auf 13. Und das Beste ist natürlich das Feuer, was jetzt auf ihm drauf tickt. Und er wird sich jetzt nicht gleich heilen. Allerdings sollte ich dann in der nächsten Runde versuchen, ihn, nachdem das Feuer einmal auf ihn gewirkt hat, dann auch Platz zu machen. Sonst wird er sich immer wieder hochheilen. Dann ist der Schattenkultist jetzt auch schon an der Reihe. Er möchte jemanden angreifen im Nahkampf. Kann nicht angreifen, kommt um fünf Felder näher ran. Eins, zwei, drei, vier, fünf hier an dieser Stelle. Mehr kann er jetzt aber auch nicht machen. Machen wir weiter mit Lorelei. Ich denke mal, sie werde ich ein paar Aktionen durchführen lassen. Ich werde sie als erstes ein klein wenig springen lassen und zwar mit dem astralen Schlag. Sprung 3, kann ich mir dazu gleich bewegen werde zwei plus ein, drei Schaden zufügen, das wird auf den Schattenkultisten gehen, unbegrenzte Reichweite erwische ich somit hundertprozentig, nicht. nicht ganz hundertprozentig wird. Der telekinesisch stoß sein, aber auch hier versuche ich das Ganze auf dem Schattenkultisten zu machen. Bin in ein Gebiet Reichweite, wenn ich mich ranbewegt habe mit dem Sprung. Ich werfe jetzt gleich in der Hoffnung, dass ich jetzt auch treffe. Keine Modifikation. Doch er steht unten, ich stehe oben, das heißt plus zwei. Eine fünf brauche ich. Und ich habe eine fünf, wie Wahnsinn ist das denn? Okay, dann nochmal vier Schaden am Schattenkultisten. Also, wir springen hier hin. Machen jeweils Schaden. Einmal mit dem astralen Schlag drei Schaden. Dann nochmal mit dem Telekinese Stoß vier Schaden, also 7. Ich werde ihn nicht bewegen, ich werde ihn einfach stehen lassen. Und danach werde ich mich für meine Standardbewegung wieder hierhin zurückziehen. 7 Schaden, also von 13 runter auf 6. Ja, Feuer macht auch nochmal vier, Das heißt, Warn muss nachher nur zwei treffen und dann ist der Schattenkultist schon weg. Das war's mit Loreleis Zug. Machen wir weiter mit den Klaue-Nattern. Beide sind Nahkämpfer, beide wollen Richtung Warn. Vier Bewegungspunkte, zuerst die blaue. Eins, zwei, drei, vier. Danach Pink. Eins, zwei, drei, vier. An diese Stelle. Mehr machen sie auch nicht und damit sind wir schon wieder durch mit der Runde. Verdammt, wir müssen zwei Runen ziehen. Also Gefühl, da ist es immer abwechselnd, zwei Runen, eine Rune ist, habe ich vielleicht noch, vielleicht sieben, acht Runden, ne? wenn ich so fühle. Ja, mal gucken. <laughs> Ziehen wir erst die eine. Wir haben dieses Teil, das will den stärksten Helden erreichen, beginnt aber beim Schattenkultisten, nicht von hier. Und deswegen das erste Teil hierhin. Es wird auf alle Fälle aufbrechen. Ich kann es da drin nicht positionieren zweiter und dann kriecht es hier nach oben, dann geht das Plättchen auf den Initiativtrack und wir bekommen noch eins und oh, ein kleines. Das ist gut. Es breitet sich von dieser Dunkelheit aus, könnte auf alle Fälle platziert werden, aber wenn es aufbricht, kommt es näher an Warn ran und deswegen wird es aufbrechen und kommt jetzt hier hin, hier hin und an diese Stelle und damit ist Warn erreicht. Streng genommen wird dieses Teil eigentlich fast immer aufbrechen, weil es ganz einfach näher zum Helden rankommt. Nur wenn es direkt mit diesen zwei den Helden erreichen würde, dann würde es so platziert werden und halt nicht vorher aufbrechen. Aber in der Regel ist es so, dass es halt aufbrechen wird, um halt näher ranzukommen. Schreiben wir uns noch den Dunkelheitsschaden. Warn wieder runter auf 8 Lebenspunkte. Runenkarte wieder umgedreht. Nächste Runde nur eine Rune. Und jetzt kann Warn direkt gleich weitermachen. Ich will auf alle Fälle den Drehwurf anwenden, denn die Gegner stehen hier wunderschön zusammen. Ein Problem ist, ich muss auf ein Gebiet Reichweite. Somit in diese Richtung, ich muss erneut durch Dunkelheit. Ich kann es tatsächlich auch nicht verhindern. Und ich will aber auch nicht so nah dann hier bleiben, denn hier ist ja auch Dunkelheit. Das heißt, die Gegner werden sich dann auch stärken. Und deswegen werde ich erstmal meine Standardbewegung verwenden, um. 1, 2, 3, hier hinzugehen. Bin wieder auf Dunkelheit getreten, somit 2 Schaden. Sind wir runter auf 6 Lebenspunkte. Ja, Worn schreit schon zu Lorelei, dass sie ihr Amulett einsetzen soll. <laughs> Wird wahrscheinlich sehr hilfreich sein. Dann werde ich von dieser Stelle aus, wie erwähnt, den Drehwurf Jetzt spielen. Ich erwische alle drei Gegner auf einmal, habe einen relativ guten Trefferbonus. Jetzt muss ich nur noch gut würfeln, dass es kein kritischer Patzer wird. Und dann mache ich vier Schaden an jedem Gegner und habe eine Elf. Sehr cool. Das sind also vier am ähm, Schattenkultisten. Wissen wir, das Feuer machte den Rest und dann vier. An diesem und vier an diesem. Jeweils nur noch 12 Lebenspunkte. Aber ich bin noch lange nicht fertig mit Warn. Er wird jetzt losstürmen für den Nahkampf, bekommt zwei Schilde, hat er jetzt drei, keine Treffermodifikation, das heißt plus 3. Also brauche ich eine 4, um jetzt zu treffen. Losstürmen. Nur ein Feld bei mir. Ich möchte nämlich nur hier hin. Ich könnte zwar auch hier hochgehen, da bin ich immer noch im Nahkampf mit dieser blauen Natter. Aber ich will nachher meinen Schaden noch ein klein wenig aufsplitten. Und deswegen gehe ich an dieser Stelle auch, dass ich jetzt keinen weiteren Trefferbonus erhalte. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ganz so dramatisch wird. Okay. Wir haben eine 12. Reicht auf alle Fälle, um zu treffen. Und damit ist sie runter auf 9 Lebenspunkte. Doch Vaughn ist noch nicht fertig. Er wird den Trank der Vorbereitung trinken, bekommt selbst Fokus 2, haben jetzt 4 Fokus, auch da geht nicht mehr. Reinigen 1, ich werde den Sturm nach vorn wieder frei machen und damit ist der Trank verbraucht. Und als weitere kleine Aktion werde ich jetzt den großen Hammerschlag einsetzen, kostet 3 Fokus kann ich sogar eins behalten und kann jetzt zwei Angriffe fahren und wenn jeder Angriff durch ist, sind das jeweils sechs Schaden wenn es kein kritischer Schlag wird und bei einem kritischen Panzer, dann habe ich natürlich nicht getroffen aber auf das hoffe ich jetzt mal nicht und deswegen werde ich jetzt den Schaden aufsplitten denn ich weiß, dass Lorelei dann über ihre Fähigkeit der blauen Klaunatter den Rest geben kann. Und deswegen will ich den Schaden, wenn der schon so groß durchgeht, jetzt auch ein wenig verteilen. Und deswegen fangen wir an mit der blauen. Erster Schadenswurf, der meine 13, reicht somit 6 Schaden an dieser blauen Klaunatter. Und jetzt gehen wir auf die pinke, hoffe auf das gleiche. Oh, eine 12 reicht auch, um auch hier 6 Schaden draufzubringen. 6 an blau, Runde auf 3, 6 an pink, runter auf 6. Jetzt ist Worn fertig und ich denke mal, das wird jetzt eine coole Runde werden, denn der Schattenkultist ist dran. Ja, wird nicht allzu viel machen können als sich in Asche zu verwandeln. 4 Schaden auf ihn drauf. Der Schattenkultist ist besiegt. Entfernen wir noch die Karte und als nächstes ist Lorelei an der Reihe. Ja, und sie wird den nächsten Gegner ausschalten. Denn über den magischen Schuss, einen blauen Würfel habe ich noch, kann ich zwei Ziele wählen und jedes Ziel bekommt drei Schaden. Da es nur noch zwei Ziele gibt, ist ein Ziel. Blaue Clownader ist besiegt und diese ist runter auf drei Lebenspunkte. Tja, aber den letzten Gegner kriege ich mit Lorelei nicht weg. Ich habe nur noch gelbe Würfel, ich habe keine Kampffähigkeiten im gelben Bereich. Auf Nahkampf zu wohnen komme ich auch nicht, um ihn vielleicht mit Heilung zu unterstützen. Da ist es aber ärgerlich. Ich hätte, als ich vorn zurückgesprungen bin, nur ein Feld springen sollen. Wäre ich nie dran gewesen. Ja, jetzt kann ich es nicht ändern. Okay, dann machen wir das wie folgt: Wir holen uns den Fokus. Somit eins mehr reinigen bekommen wir auch noch. Okay, sind wir vom Fluch befreit. Und dann kann ich nicht mal so richtig näher ranrücken. Nur ein Feld. Weil, wenn ich auf diese Felder teleportiere, hier hinten, bin ich in so einer Position, dass diese clown da durch Spalten immer zwei Ziele erwischen kann. Das würde also Lorelei und Warren treffen. Und das ist nicht in meinem Sinn. Und deswegen bleibe ich leider dort hinten stehen. Ich bin jetzt noch überlegen, ob ich eine freiwillige Rastaktion mache. Kann ich ja jetzt am Ende des Zuges noch machen. Aber ich glaube, ich spare mir den Würfel. Ich kann ihn ja dann auch für eine Bewegung einsetzen. Der Weg bis zur Truhe ist weit und dann kriege ich automatisch eine Rastaktion. Okay, damit beende ich Lorelei's Zug und die Klaue ist dran. Diese möchte ein Ziel angreifen, wenn möglich zwei Ziele aufgrund von Spalten 2, kann sich aber nicht so positionieren, dass sie zwei erwischt. Nächste Bewegung auf das Ziel, das wäre Warn. Nur über Dunkelheit, aber auch das geht nicht, denn um Worn herum ist keine Dunkelheit. Somit bewegt sie sich auf den kürzesten Weg und das ist einfach stehen bleiben und Worn angreifen für fünf Schaden. Aber da schmunzelt unser Zwerg nur. Er nimmt einfach die Rüstung und schützt sich davor, denn vorher gehen natürlich auch die Schilde weg, sind nur noch zwei Schaden übrig und die gehen in die Rüstung. Dann sind wir schon wieder durch mit einer Runde. Ja, Runenkarte ist wieder dran. Zum Glück nur eine. Kein Schattenkult ist da. Nur ja, eine graue Rune, die auf den Track kommt. Es ist eigentlich egal, welche Fähigkeiten nachher der Kommandant zieht. Wir werden bei jeder Runenart fast das Maximum dann haben, wenn wir irgendwann dort angekommen sind. Ich hoffe dass es dann auch jetzt dann endlich weitergeht. Aber das Ereignis beschreibt ja zurück an Decken. Deswegen glaube ich schon, dass wir dann dorthin kommen. Aber wir müssen erst noch das Interaktionstoken holen und natürlich auch diesen Gegner wegmachen. Ich bewege Schmidborn. 1, 2, 3 an dieser Stelle. Und das gleiche nochmal. Allerdings mit dem ersten Hilfewürfel. Bewegung 3 und heilen 2 auf mir selber hoch auf 8. Die Bewegung 1, 2. Mehr brauche ich nicht, um hier mit diesem Token zu interagieren. Achtung Spoiler. Mal sehen, was wir in der Truhe finden. Eine geheimnisvolle Truhe. Die Truhe ist verschlossen und so dunkel, dass sie das Licht aufzusaugen scheint. Sie ist mit okkulten Symbolen verziert und eine pulsierende dunkelgrüne Substanz umrandet die Schnitzereien und verläuft wie Adern auf der Hand, die nach dem Deckel zu greifen scheint. Vorne auf der Truhe befindet sich eine Inschrift, deren Schriftzeichen dir zum Teil bekannt sind. Was haben wir hier? Wir haben entweder sprich ein Ritual der Reinigung. Allerdings ist das nur möglich, wenn wir dem Pfad der Aufopferung folgen. Jeder Held folgt immer einem Pfad. Das steht auf dem charakter unten rechts drauf, dort wo ihr eure Verbrauchswürfe hinlegt. Bei Vaughn ist es der Pfad der Stärke und bei Lorelei ist es der Pfad des Mystischen. Somit fällt diese Variante schon mal aus. Genauso auch wie diese. Knackt das Schloss geht nämlich nur, wenn wir dem Pfad der List folgen. Aber was haben wir noch? Wir haben untersuche die Steinhand, öffne die Truhe mit Gewalt, versuche die Inschrift zu entziffern. Das sagte uns der Text, dass wir das vielleicht machen sollen, weil uns die Sprache bekannt vorkommt. Oder lies die Schriftrolle. Na ja, gut. Also ich denke mal, Gewalt könnte zu einer Stärkeprobe führen, während die gelben Würfel sind wir jetzt nicht so schlecht, aber es ist ein Risiko und man weiß, was uns da entgegenkommt. Untersuche die Steinhand. Hm. Was mag es sein? Ich denke mal, ich lese mal zuerst die Inschrift. Vielleicht erkenne ich dadurch etwas mehr für meine zweite Interaktion. Okay, dann mache ich das mal. Du erkennst einige Schriftzeichen, aber zusammen ergeben sie keine dir bekannte Sprache. Du fängst an, die Zeichen auszusprechen und hörst auf einmal dunkle Stimmen in deinem Kopf widerhallen. Sie versuchen dich für die Dunkelheit zu gewinnen. Na ah, toll, eiskalt in die Falle getappt sind. Wir werden einfach nur verflucht. Wir müssen uns einen Fluchwürfel geben. Das war die Belohnung, die ich jetzt bekommen habe. Na wunderbar. Tja, was nehme ich raus? Was nehme ich raus? Ich denke mal, Sturm nach vorn tun wir wieder blockieren. Naja, und da ich die Aktion nicht noch mal machen darf, bleibt mir nichts anderes übrig, als hier zu warten. Ich habe noch einen Aktionswürfel. Nehmen wir den roten. Holen uns wieder einen Fokus und entfluchen uns quasi wieder. Lorelei ist an der Reihe. Sie führt ihre Standardbewegung durch als Teleport. 1 zwei, drei über die Dunkelheit. Und erzeugen danach nochmal drei Bewegungspunkte. Somit die werde ich gleich ausführen, die drei Bewegungen. Führen wir erstmal schnell diese Rastaktion durch. Geben uns noch einen Fluchwürfel. Oh, hier sind wir ja recht gut bei ihr. Was machen wir? Oh, Lichtschleier. Nehmen wir mal. Und jetzt werde ich noch einen Würfel verwenden. Und das wird, das wird. Ja. Warum auch nicht? Klar. Sprung 3, das sind nochmal drei Bewegungspunkte und drei Schaden, in unbegrenzte Reichweite. Treffe ich die Klauenader, die hat nur noch drei Lebenspunkte und damit habe ich sie bezwungen. Also, die drei Bewegungspunkte für den gelben Würfel. 1, 2, 3. Und dann nochmal der Sprung. Eins, zwei, drei mit den drei Schaden. Damit ist der letzte Gegner bezwungen. Und ich habe jetzt sogar noch die Möglichkeit für eine kleine Aktion hier zu interagieren. Muss ich sowieso, ansonsten käme ich jetzt nicht weiter. Mache ich. Und mal sehen, welche schlechte Entscheidung ich jetzt treffe. Tja, was machen? Ich habe drei Varianten. Steinhand, gewaltsam oder die Schriftrolle. Ich glaube, Schriftrollen habe ich jetzt die Nase voll. Mit irgendwelchen Inschrift, hier ist Blut drauf. Wer weiß, was hier passiert. Nein, das lasse ich mal. Das heißt ja, machen wir das mit der Hand oder Gewalt? Ja, vielleicht mit der Hand. Das, was oben ist, eine Hand, öffnet ja immer irgendetwas. Ach, was soll's. Ich probiere das mal mit der Hand. Du untersuchst die steinerne Hand, die die Truhe zu greifen scheint. Als du sie berührst, zerfällt sie zu Staub und unter den Fingern kannst du nun einen kleinen abgesplitterten Edelstein erkennen, der der Form des Schlosses der Truhe ähnelt. Tja, jetzt habe ich gedacht, jetzt kriege ich irgendwas Schönes, weil ich halt das Schloss gefunden habe. Allerdings ohne Schlüssel öffnet sich kein Schloss und genau so ist es. Wenn wir nicht einen ganz bestimmten Status haben, dann können wir in dieser Interaktion nicht fortfahren und ich habe diesen Status nicht. Welcher das sein wird, werde ich euch jetzt nicht verraten, denn gegebenenfalls wollt ihr das Abenteuer ja selber spielen. Okay, befreunde, damit sind wir durch. Wir sind immer noch in Loreleis Zug. Der Zug ist noch nicht zu Ende. Allerdings an dieser Stelle müssen wir jetzt ein auslösendes Ereignis ausführen und zwar zurück an Deck, da wir alle Gegner besiegt haben und auch das Interaktionsplättchen vom Spielfeld entfernt wurde. Und deswegen schauen wir mal nach, was jetzt passiert. Achtung, Spoiler, ich blende wieder einen Timecode ein, wenn ihr das Ganze überspringen wollt. Die Kleine Tür knarrt laut und gibt den Blick auf einen schmalen improvisierten Balkon frei, vermutlich für Reparaturen am Schiffsrumpf. Marode Strickleitern führen von hier nach oben auf das Hauptdeck, Widerwillig klettert ihr die am stabilsten aussehende hinauf und hofft, dass sie euer Gewicht tragen kann. Als ihr schließlich über die Renin klettert, entdeckt ihr den gefallenen Admiral am Steuerrad und ihr spürt seinen bösen Blick auf euch ruhen. Auf einmal schreit er mit unmenschlicher Stimme und aus dem verdorbenen Inneren der Seeschwinge steigen weitere, meeresverseuchte Kreaturen hervor. Jetzt ist der Admiral da und jetzt wird er uns wahrscheinlich das Leben zur Hölle machen. Wir müssen ein paar Vorbereitungen treffen. Als erstes der aktuelle Zug, den wir jetzt noch im Schiffsrumpf hatten, der endet an dieser Stelle. Ich kann also mit Lochelei nichts mehr machen. Das Initiativblättchen wandert jetzt zum nächsten Helden und das ist gut für uns. Wir überspringen dadurch nämlich die Runenkarte. Der nächste Held in Reihe ist Vorn. Somit beginnt er dann ganz normal vorn. Oben an Bord der Seeschwinger hat sich wieder einiges getan. Die Dunkelheit ist zwar gewichen, dafür sind aber wieder neue Gegner erschienen und die werden wieder dafür Sorge tragen, dass neue Dunkelheit erscheint. Wir haben nämlich erneut einen Schattenkultisten, aber wieder die alternative Version, also die komplexe Version mit Seite A und Seite B. Dann haben wir erneut eine Clown-Natter, nur dafür aber vom Typ Veteran und die. Ist natürlich noch heftiger, sie hat nämlich 20 Lebenspunkte. Spalten 2 trifft also auch wieder zwei Gegner, verteilt dabei aber Gift 2, also gleich zwei Giftplätzen und erneut niederschlagen. Das Ganze mit sechs Schaden. Steht sie auf Dunkelheit, dann macht sie 8 Schaden. Und dann wird es schon richtig schwer, das Ganze zu verhindern. Zu guter Letzt haben wir noch Admiral Lucanor höchst persönlich als Kommandanten. Wir haben hier eine Initiativkarte, die ist nicht im Spiel dabei. Habe ich mir selber zurecht gebastelt. Im Booklet habt ihr die Initiativkarte, könnt ihr quasi immer nachlesen, was da drauf steht. Nur als Platzhalter solltet ihr einen Verwüster einfach auf die Initiativleiste legen. Das ist mir ein bisschen zu umständlich, deswegen habe ich mir diese Karte gebastelt. Der Kommandant hat wieder einige Fähigkeiten drauf. Auch er hat Spalten 2. Des Weiteren hat er. Einschüchtern und Schubsen. Was diese beiden Fähigkeiten machen, schauen wir uns gleich an, wenn wir die Karten auf die Initiativleiste legen. Er hat fünf Bewegungspunkte, er ist also relativ schnell, und als Nahkämpfer wird er also auch an uns herankommen. Er macht nur in Anführungszeichen vier Schaden. Das ist erstmal nicht ganz so dramatisch, aber er hat einige Immunitäten. Er kann nicht bluten, er kann nicht niedergeschlagen werden, Gift macht ihm auch nichts und betäuben können wir ihn leider auch nicht. Aber brennen könnte er. Problem ist nur, ich habe meine Schriftrolle der Verbrennung verdonnert. Er hätte ich sie mir nur aufgehoben. Unsere beiden Helden habe ich hier direkt vorne am Bug platziert. Hätte auch diese drei Felder alternativ nehmen können. Aber der Admiral ist sehr schnell. Das werden wir jetzt gleich feststellen, warum das so ist. Die gehen wir nämlich mal rüber zum Initiativtrack. Da werden wir die ganzen Lebenspunkte platzieren auf die Monsterkarte. Und natürlich die Initiativkarten. Des Weiteren bekommt der Kommandant vom Angriffsdeck natürlich auch noch ergänzende Karten. Stellen wir die Lebenspunkte ein. Klauenada 20, Schattenkultus bekannterweise 15 und auch unser Kommandant hat Lebenspunkte. Auf seiner Initiativkarte stehen 7 und diesmal will ich es richtig berechnen. Denn dieser Modifikator wird jetzt multipliziert mit 1 plus der Anzahl an Spielern. Das heißt 1 plus 2 ist 3, 7 mal 3. Sind 21 Lebenspunkte zu guter Letzt bekommt der Kommandant noch zusätzliche Angriffsfähigkeiten über das Angriffsdeck? Zwei Karten müssen wir ziehen, weil wir zwei Helden sind. Und da haben wir einmal unheimliche Geschosse, die kennen wir schon. Oh, das wird wehtun mit den ganzen blauen Runen. Und als zweites bekommen wir oh, was Neues: Tyrann, eine passive Fähigkeit. Okay, schauen wir uns das mal an. Beide Sachen kommen erst. Am Ende des Tracks. Also, wir haben den Kommandanten selber. Seine Fähigkeit Spalten 2 wird also quasi versuchen, zwei Ziele zu erreichen und dazu einschüchtern X und schubsen X. Das X bezieht sich dabei auf die Anzahl an Runen an der entsprechenden Position. Na, da liegen eine ganze Menge. Einschüchtern ist ein Zustand. Das heißt, das Ziel vom Kommandanten wird dieses Einschüchterungstoken bekommen, und zwar in Anzahl der blauen Runen. Da es ein stapelbarer Zustand ist, mehr als vier gehen nicht. Das heißt, alles, was drüber hinaus ist, vollkommen egal. Aber wenn unser Ziel dieses Token bekommt, oder in Anzahl dann vier, bedeutet das, der nächste Angriff von uns wird um vier Schaden verringert. Und es ist vollkommen egal, wie viel Schaden ich zufüge, also selbst wenn ich nur einen Schaden mit einem Angriff mache, werden danach alle Token abgelegt. Das heißt, mein erster Angriff sollte vielleicht ein nicht ganz so effektiver sein, damit ich so Token loskriege und dann kann ich wieder voll reindonnern. Wichtig ist, dass dieser Zustand nur für den ersten Angriff zählt, also nicht unbedingt auf eine Fähigkeit abgezielt ist. Mal als Beispiel, haben wir Worn mit seinem Bogenschlag, dann führt er einen Angriff durch und trifft gleich beide Ziele. Dann wird natürlich dieser eine Angriff oder dieser verringerte Schaden auf beide Ziele appliziert. Aber hingegen wenn dieser auf Lorelei ist und sie verschießt ihre magischen Bolzen, dann greift sie ja zweimal an, also würfelt auch zweimal, dann ist nur für den ersten Angriff dieser Effekt anzuwenden, danach werden alle Token abgelegt und der zweite Angriff ist dann wieder ganz normal. Die zweite Fähigkeit, das ist Schubsen. Auch das ist in Abhängigkeit von der Anzahl an Runen und zwar werden wir in gerader Linie so viele Felder weggestoßen, wie dieser Wert angegeben ist. Das kann bei so vielen Runen eine ganze weite Strecke sein. Könnte man teilweise auch zum Vorteil ausnutzen, dass man dann weg ist vom Gegner. Allerdings endet das Schubsen, sobald man auf ein Hindernis trifft oder zum Beispiel am Spielfeldrand ankommt. Dann kann man nicht weiter weggestoßen werden. Okay, das Ganze zum Kommandanten. Noch eine weitere Sache, und zwar hier ganz speziell. Wir haben ja den Zustand Lärm bekommen. Und da dies der Fall ist, wird, wenn der Initiativmarker nahe beim Kommandanten ist, er zweimal hintereinander aktiviert. Er war also schon vorbereitet auf unser Kommen. Und wird dahingehend gleich zweimal aktiv werden. Das könnte schwierig werden. Deswegen habe ich auch unsere beiden Helden so weit weg von ihm positioniert, weil er halt auch sehr schnell ist mit seinen fünf Bewegungspunkten. Okay. Dann ist der Schattenkultist dran, dann eine Lorelei und dann haben wir die unheimlichen Geschosse. Das kennen wir schon, dass wir ganz viel Schaden hineingedonnert bekommen. Allerdings, es ist vermeidbarer Schaden. Ziehen wir mal kurz durch, wie viele Ruhen wir haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück. Dann haben wir noch die Tyrannenkarte. Es ist eine passive Fähigkeit. Die ist also quasi die ganze Zeit aktiv, vollkommen egal, ob die hier hinten liegt. Und zwar wie folgt. Der Kommandant bekommt zusätzlichen Schaden in Abhängigkeit der Runen 1, 2, 3, 4, 5 auch 6 Stück und zwar immer dann, wenn kein Monster sich angrenzend zu diesem befindet. Das heißt, wenn der Kommandant alleine steht, ist das vorteilhaft für ihn, dann wird er nämlich mit einem Angriff 4 plus sechs zehn Schaden. Durchdonnern? Auweia, ich müsste also irgendwie Sorge dafür tragen, dass immer irgendwie ein Monster angrenzend zu ihm steht, damit er von diesem Effekt nicht profitiert. Oh wow, das könnte jetzt heftig werden. Ich werde mir mal noch eine Erinnerung hier auf den Kommandanten legen, dass dieser hier zweimal aktiviert wird. Jetzt werde ich mir erstmal Gedanken machen, wie ich meinen Zug am effektivsten plane. Versuche ich erstmal den Fokus auf den Kommandanten zu legen oder erstmal das kleine Gezücht wegzumachen. Aber aufgrund dieser Geschosse könnte das sehr schmerzhaft werden. Vor allen Dingen, wenn auch die Gegner weg sind, dann wird er noch mal stärker über die Tyrannenfähigkeit. Ich denke mal, den Kommandanten als erstes wegzumachen ist wahrscheinlich das effektivste. Aber wie gesagt, werde ich mir gleich Gedanken machen. Vorn hat den ersten Zug. Betrachten wir uns mal das Schlachtfeld. Der Kommandant wird nachher zweimal aktiv werden mit fünf Bewegungspunkten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Er kommt nur bis hierhin. Wenn ich also hier hinten stehen bleibe, kann er mich im Nahkampf nicht angreifen. Deswegen werde ich mich mit Warn auf alle Fälle nicht wegbewegen. Spare schon mal eine Runde. Ich denke mal, ich werde ein paar Vorbereitungen treffen, um dann richtig gut losschlagen zu können. Des Weiteren weiß ich ja, dass diese beiden Gegner an mich rankommen werden. Vielleicht kann ich sogar einen ausbremsen. Ich sollte auf alle Fälle dafür Sorge tragen, dass mindestens auch noch ein anderer hier dann in diesem Bereich steht, wo dann nachher der Kommandant stehen wird, damit er nicht von seiner Tyrannenfähigkeit profitiert. Aber okay, wir haben auch noch ein Ziel bekommen. Wir sollen nämlich alle Gegner wegmachen. Nur Admiral Lucano zu besiegen reicht also nicht. Aber haben wir es geschafft, alle Gegner wegzumachen, dann kommen wir zum Ende des Abends und haben dann wahrscheinlich auch dieses Kapitel abgeschlossen. Legen wir los. Mal sehen, ob es uns gelingt, Admiral lucano und sein Gezücht zu bezwingen. Warn hat den ersten Zug. Allzu zu vier Möglichkeiten habe ich nicht. Ich habe noch einen blauen Würfel. Ich werde mich jetzt auch nicht bewegen. Ich werde ein klein wenig mich vorbereiten auf das, was kommt. Und deswegen werde ich diesen blauen Würfel auch verwenden. Und zwar für den Stahlsturm. Auf mir selber bekomme ich zwei Schilde. Mehr erreiche ich damit auch nicht. Denn ich habe keine angrenzenden Gegner, wo ich jetzt Schaden hinzufügen kann. Doch das ist erstmal vollkommen egal. Denn wir bekommen jetzt eine Rückrufaktion. Dadurch habe ich wieder mehr Möglichkeiten. Obwohl, einen Fluch muss ich mir noch geben und eine Fähigkeit blockieren. Aber die mache ich mir gleich wieder frei. Deswegen blockiere ich jetzt einfach mal diese und benutze für meine zweiten Aktionswürfel den Kampffokus und bekomme deswegen Fokus 1 was mich dann in die Lage versetzt, den großen Hammerschlag anzuwenden. Der übrigens nur mit meiner Axt zusammen 5 Schaden macht. Im letzten Bereich hatte ich da versehentlich statt plus 2 eine plus 3 gelesen, kam mit den Trefferwerten durcheinander habe deswegen einen Schaden mehr zugefügt, als ich durfte. Aber unsere Lorelei hätte genug Möglichkeiten gehabt, dennoch diesen ergänzenden Schaden zuzufügen. Deswegen jetzt nicht ganz so dramatisch. Und wir haben Reinigen 1, deswegen machen wir uns das wieder frei. Damit bin ich fertig mit Worn. Ich denke mal, das reicht an Vorbereitung, habe einiges an Aktionswürfeln, habe meine Fokusfähigkeit. Jetzt kann der Admiral kommen. Und das wird er auch. Und sogar gleich zweimal, weil wir Lärm gemacht haben. Er wird sich allerdings nur bewegen. Er hat nämlich nur. Nahkampffähigkeiten, allerdings sehr schnell mit fünf Bewegungspunkten. Somit Aktivierung Nummer eins, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aktivierung Nummer zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau an dieser Stelle, das hatten wir uns ja schon ausgerechnet. Er kommt nicht an Worm bzw. Lorelei ran. Somit kann er seine Nahkampffähigkeit nicht anwenden und ist fertig mit seiner Aktivierung. Okay, jetzt müssen wir ihn nur noch zur Strecke bringen. Aber vorher ist der Schattenkultist an der Reihe. Dieser ist zurzeit ein Nahkämpfer, auch mit fünf Bewegungspunkten. Hat das Schlüsselwort unnachgiebig gesucht, also den Helden, der die wenigsten Aktionswürfe jetzt zurzeit zur Verfügung hat, sind beide gleich. Jeder hat einen Würfel verbraucht. Und dann wird der Held gewählt, der als letztes in der Runde dran ist. Und das ist unsere Lorelei. Somit kommt der Schattenkultist fünf Felder auf sie zu. Eins, zwei, drei, vier, fünf der aber nicht. Damit ist er durch, Karte wird umgedreht, nachher versucht er zu heilen. Ja, es wäre schon schön, wenn ich den Admiral down bekomme. Ich denke mal, ich habe da ganz gute Möglichkeiten, denn Lorelei ist jetzt am Zug. Bewegen werde ich mich erstmal nicht. Mit Lorelei werde ich zuerst eine kleine Aktion durchführen, sie hat noch die Rolle der eisigen Geschosse. Ist mein letzter Truhengegenstand. Ja, alles verbraucht in diesem Kapitel, aber was soll's. Ich will es anwenden und zwar bis zu zwei Ziele, erleiden drei Schaden, über das Relikt sogar eins mehr, also vier Schaden und werden niedergeschlagen. Doch welche beiden Ziele wähle ich? Ich könnte sogar Admiral Lucanor wählen. Er könnte zwar nicht niedergeschlagen werden, denn er hat eine Immunität dagegen, aber der Schaden. Den könnte ich ihm reindrücken, aber ich denke mal, es ist besser, wenn ich den Schattenkultist und die Klauenatter erstmal auf Distanz halte, dass sie sich nicht bewegen können. Und deswegen werde ich diese beiden als Ziel wählen. Also vier Schaden an der Klauenatter, vier Schaden am Kultisten und beide sind niedergeschlagen und können sich erstmal nicht bewegen. Als nächstes wird Lorelei was Ähnliches machen wie worn, möchte nämlich sich einen Fokus holen über den Kampffokus. Ist der dritte Fokus. Reinigen. Ja, ich habe nur einen Fluch. Können wir diesen entfernen. Und nun möchte ich angreifen und direkt mit dem Spektralschlag über meinen Zauberstab. Ist eine Fernkampfwaffe, deswegen auf ein Gebiet Reichweite. Da steht Admiral Luca nur und das wird auch mein Ziel werden. Plus drei, das heißt ich benötige... Eine 4 oder besser. Und da haben wir eine 6. Sehr ja, knapp, aber es reicht. Dadurch richten wir 3 plus nochmal 3 Schaden, also 6 Schaden. Und danach werden wir, das ist ganz wichtig, verborgen. Ziehen wir noch die Lebenspunkte ab. 21 runter auf 15. Doch behacken wir Admiral Luca nur weiter. Wir sind ja verborgen. Wenn wir jetzt, solange wir verborgen sind einen Waffenangriff durchführen, also mit unserem Zauberstab, nicht mit irgendwelchen Zauberangriffen, dann gibt es Doppelschaden. Mit Ausnahme, wenn das Ziel Immunität hätte gegen Verborgenheit, hat der Admiral aber nicht. Das heißt, ich werde jetzt, wenn ich treffe, Doppelschaden ausführen. Und deswegen benutze ich. Meine magischen Bolzen das sind zwei Angriffe. Nur der erste hilft für die Verborgenheit. Das heißt, das muss ein Treffer werden. Zum Glück habe ich ja über Schnelllernen nochmal einen Neuwurf. Aber ich hoffe, dass das gleich funktioniert. Wir haben eine 7. Oh, knapp. Aber es reicht auf alle Fälle um 3 plus über diesen Verborgenheitseffekt den Doppelschaden anzurichten. Also 6. Danach geht die Verborgenheit allerdings weg. Wir haben uns damit enttarnt. Noch bei den 6 Schaden will ich das nicht belassen, denn ich habe ja noch einen zweiten Angriff. Und dann schauen wir nochmal, ob wir nochmal 3 Schaden hinzukriegen. Mit einer 9 auf alle Fälle. Und damit 15 Lebenspunkte hat er. 9 Schaden haben wir ihn reingedrückt. Er hat nur noch 6 Lebenspunkte. Es sind zwar noch ein paar Fähigkeiten von ihm dran, aber bevor er selber wieder aktiv wird, ist Warn noch mal dran. Ich hoffe, dass Warn die restlichen sechs Lebenspunkte runterknuspern kann. Das war es dann auch mit Lochelei. Ich hatte jetzt überlegt, ich habe noch eine freie Rastaktion durchzuführen, denn sie hat keinen Fluchwürfeln aus dem Vollen zu schöpfen. Ist immer eine super Sache. Problem ist nur, ich habe mehr als zwei verschiedene Farben noch verfügbar und deswegen kann ich keine freiwillige Rastaktion durchführen. Na okay. Müssen wir damit leben. Der nächste ist dran, das ist die Clownnatter. Und die hat nicht viel zu melden, denn sie ist auf Distanz, sie kann sich nicht bewegen, legt nur das Token ab und beendet damit ihre Aktivierung. Kommen wir zur ersten Kommandantenfähigkeit, die unheimlichen Geschosse. Die zwei verdorbensten Helden, ich habe ja nur zwei Helden, werden jetzt angegriffen und zwar jeweils mit so viel Schaden, wie wir Runenblättchen hier haben, und das sind sechs Stück. Das heißt, Warn kriegt jetzt sechs Schaden hineingedrückt und auch Lorelei. Zum Glück ist es Schaden, den wir auch verhindern bzw. abblocken können. Warn hat da den komfortablen Vorsprung, zwei Schilde zu haben. Die müssen priorisiert angewendet werden. Es sind noch vier Schaden übrig. Ich werde die Plattenrüstung anwenden und dadurch nochmal drei verhindern. Bleibt noch ein Schaden übrig, somit runter auf sieben Lebenspunkte. Lorelei hat auch eine Möglichkeit, den Schaden etwas abzumildern, denn sie hat umleiten für eine Nahkampffähigkeit für sich selber. Verhindern vier, das heißt, nur noch zwei Schaden kommen durch, ist sie runter auf vier Lebenspunkte. Die Fähigkeit der unheimlichen Geschosse abgehandelt. Kommen wir zur nächsten Fähigkeit. Die Tyrannenfähigkeit ist eine passive Fähigkeit, hat jetzt keine Relevanz, würde nur zum Tragen kommen. Wenn der Tyrann angreift, bekommt er halt mehr Schaden, wenn halt keine Monster angrenzen zu ihm stehen. Somit kommen wir zum Schluss. Runen. Es wird zweimal Dunkelheit erscheinen. Ja, vielleicht das letzte Mal. Denn ich denke mal, der Kampf wird nicht mehr allzu lange dauern, nachdem der Admiral dann bezwungen ist. Und ein paar Ruhen sind noch drin, nicht mehr viel. Aber ich denke mal, für zwei, drei Runden reicht es auf alle Fälle noch. Die zuerst haben wir eine kleine, ja, die wird. Warn nicht erreichen, denn wie ich sie auch platziere, es sind nur zwei Felder und es braucht vier bis zu Warn. Allerdings, wenn diese Rune aufbricht in drei Einzelteile, kommt die Dunkelheit auf alle Fälle näher ran an Warn und deswegen wird dieses Plättchen aufbrechen. Die Frage ist, wie lasse ich jetzt diese Plättchen zu Warn kriechen? Spawnpunkt ist auf alle Fälle hier der Schattenkultist. Dann kann ich dir hier unter den Admiral legen. Der wird ja eh nicht stehen bleiben. Falls er überlebt, hoffe ich jetzt mal nicht. Und dann lasse ich hier nach unten gehen oder ja hier könnte ich vielleicht einen Spalten anwenden. Na mal sehen, ich lasse die Dunkelheit hier in Griechen ist genau die gleiche Distanz zu Worn. Und da sehe ich, es sind ja nicht nur vier, sondern sogar fünf Felder bis zu Worn. Problem ist halt nur, die Dunkelheit wird ihn erreichen, denn ich muss ja noch eine Rune ziehen und die, egal was es für eine ist, wird Worn erreichen. Und da haben wir eine grüne und haben so ein Teil. Boah, und da habe ich sogar mal ein richtig cooles Teil gezogen, denn dieses Teil kann nur so platziert werden, würde dabei aber Warn nicht erreichen. So oder so ist nicht machbar, würde nämlich dann mit diesen Dunkelheitsplättchen überlappen, das ist nicht gestattet. Also, damit dieses Teil platziert werden kann und Warn erreicht, muss es wieder aufbrechen. Allerdings habe ich mich da jetzt zu so früh gefreut, denn das hat natürlich auch einen Nachteil, dass es aufbricht. Die Dunkelheit wandert zu so Warn, zwei Schaden. Ziehen wir gleich ab. Und das letzte Teil wird weiter wandern Und zwar zum nächsten Helden, weil es ein eigenständiges Teil wieder ist. Somit wird unsere Lorelei auch noch erwischt von der Dunkelheit und kriegt auch noch zwei Schaden hinein. Somit warn runter auf fünf Lebenspunkte. Und Lorelei runter auf zwei Lebenspunkte. Oh je, kurz vorm dem Traumawürfel. Ich hätte vielleicht die Saat der Dunkelheit einsetzen sollen. Hätte sie jetzt keinen Schaden bekommen. Ja, das Amulett, das werde ich jetzt auf alle Fälle benötigen, um ein paar Sachen wegzuheilen. Okay, wir wollen jetzt wieder dran. Und jetzt würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Ich bewege mich für eine Standortbewegung erstmal runter von der Dunkelheit. Eins, zwei, drei, bin ein Gebiet entfernt vom Admiral zusammen mit dem Schattenkultist. Als ersten Angriff werde ich den Drehwurf verwenden. Reichweite passt. Treffe beide Ziele, also Kultist und Admiral, für vier Schaden, wenn ich treffe. Aber das sollte eigentlich gut funktionieren mit den ganzen Trefferboni. Einer 18 sogar, da kriegen wir sogar noch den taktischen Vorteil. Sehr cool. Und richten jetzt an beiden vier Schaden an. Daher, ja. der Admiral runter auf zwei Lebenspunkte, Kultist runter auf sieben Lebenspunkte. Nächste Fähigkeit, Sturm nach vorn, Bewegung 3 und bis zu 2 angrenzende Gegner erleiden jeweils zwei Schaden. Und dann stürme ich 1, 2, 3 hierhin, diese beiden sind erneut angrenzend und jeder erleidet zwei Schaden. Damit haben wir als erstes Admiral Lucanor bezwungen. Sein Initiativkader verlässt den Track zusammen mit seinen Fähigkeiten. Die kann er natürlich nicht mehr anwenden, wenn er nicht mehr da ist. Und es gibt noch zwei Schaden am Schattenkultisten nur noch runter auf fünf. Zu guter Letzt werde ich mit Warren noch seinen großen Hammerschlag einsetzen. Ein klein wenig Verschwendung, denn ich habe ja nur noch den Schattenkultist bei mir in Reichweite. Die Clownata ist zu weit weg. Habe ich natürlich aber zwei Möglichkeiten, falls ich tatsächlich mal einen Patzer lande, dass ich diesen Kultisten trotzdem besiegt bekomme. Erster Treffer, nochmal eine 16, somit nochmal taktischer Vorteil für uns. Vier Schilde und wir treffen drei plus zwei, das sind also fünf Schaden. Da brauche ich den zweiten Schlag gar nicht mehr durchzuführen, denn der Schattenkultist ist damit bezwungen. Sehr schön. Damit wissen wir auch, dass es keine Dunkelheit mehr geben wird. Nur noch die Klauenatter könnte uns das Leben schwer machen. Aber wir haben ja noch unsere Lorelei. Vielleicht schafft sie ja das ein oder andere noch. Ja, und ich denke mal, da geht sogar was. Sie bewegt sich mit ihrem Teleport direkt drei Felder hierhin. Ein Gebiet Reichweite wird dabei als erstes den magischen Schlag durchführen. Das sind schon mal zwei Schaden und niedergeschlagen. Das heißt, die da kann sich erneut nicht bewegen. Und danach werde ich den Telekinese-Stoß anwenden. Ohne Telekinese, ich bleibe einfach so, so, wie ich bin. Allerdings versuche ich noch zu treffen und habe sogar eine 18. Das heißt, nochmal extra 4 Schaden, also in Summe 6. Und sogar noch über Erdrücken ist die Klauenatter betäubt. Dann 16 minus 6 hat also sie noch 10 Lebenspunkte. Ist betäubt, ist niedergeschlagen, kann nichts machen. Unsere Lorelei muss noch eine Rastaktion durchführen, denn sie hat keine Würfel mehr. Oh, mal sehen, ob sie noch mal drankommt. Ja, es sind halt noch 10 Lebenspunkte. Das wird Warn nicht alleine schaffen. Geben wir uns noch eine Verfluchung. Ja, jetzt können wir das mal hier drauf bringen. Und ich gehe mal auf Nummer sicher, auch wenn eigentlich nichts passieren dürfte. Oh, man weiß, manchmal sitzt der Teufel im Detail. Ich werde diese beiden Sachen austauschen habe ich eh nicht angewandt. Somit nochmal zwei Lebenspunkte ist sie hoch auf vier. da ist dran, aber wir wissen ja, sie kann überhaupt nichts machen. Token werden abgelegt. Danach ist die Rune dran. Auch die dürfte eigentlich keinen Effekt mehr haben, außer dass sie gegebenenfalls die Niederlagebedingung triggert, wenn ich ja keine Rune mehr habe. Aber noch sind ein paar drin. Legen wir das hier noch drauf. Aber steckt mal mehr als ein oder zwei Runden. Werde ich nicht benötigen. Wohl ist an der Reihe. Jetzt habe ich aber etwas sehr Schlechtes gemacht. Ich habe ihr Lorelei den Anhänger gegeben und damit ist sie ja Brioziel. Ah, verdammt! Aber zum Glück, sie ist ja noch vorher dran. Deswegen, wir müssen jetzt so viel Schaden wie möglich machen. Werde in dem Sinne hier hingehen an dieser Stelle und greife im Nahkampf an. Und das werde ich einmal mit dem Bogenschlag machen und einmal mit dem Schildschlag. Auch wenn ich auf dem Maximum bin von Schilden, kann ich also zweimal werfen. Habe einmal eine 7, also 3 Schaden. Und dann nochmal für den Schildschlag habe ich eine 18, sogar 4 Schaden, also in Summe 7. Danach müssen wir wieder rasten. Ich habe schon alle Würfe verbraucht. Aber das war die letzte. Denn ich denke mal, die restlichen paar Lebenspunkte, das wird unsere Lorelei noch schaffen. Denn die Clowne hat ja jetzt nur noch drei Lebenspunkte und Lorelei hat alle Würfel zur Verfügung. Da kann sie aus dem Vollen schöpfen und deswegen tauschen wir erstmal schnell noch die Gegenstände zurück. Werde das Amulett der Heilung auf mich selber anwenden. Habe eins, zwei, drei, vier um mehr geht nicht. Oh, da gibt mir war noch eins ab. Hat ja sechs Lebenspunkte und jetzt werde ich mit dem Grünen Würfel habe ich hier den Asteralenschlag. Sprung 3, ich muss mich nicht bewegen. Zwei Schaden über das Relikt einer mehr. Also die drei Schaden, die ich brauche, um die letzte Klaunatter zu bezwingen. Der letzte Gegner ist somit bezwungen und damit lösen wir ein Ereignis aus, welches sagt, die letzte Reise der Seeschwinge. Und mal sehen, wohin sie reist. Schweren Herzen streckte die abscheuliche Kreatur nieder, die mit dem einst edlen Admiral Lukanor wenig gemein hat. Der leblose Leichnam haucht eine letzte Wolke der Dunkelheit aus und fällt wieder schlaff zu Boden. Sein Aufprall lässt das gesamte Schiff erbeben und um euch herum beginnen die Holzplanken zu brechen, so dass dunkles, schlammiges Wasser aus den klaffenden Wunden der Seeschwinge hervorquillt. Auf einmal fällt euch ein kleiner Kristall ins Auge, der aus Lukanors Mantel gefallen ist. Nach kurzem Zögern greift ihr nach dem Kristall und verlasst schnell das Schiff, während hinter euch die traurigen Überreste der Seeschwinge endgültig in sich zusammenfallen. Die Masten sind gebrochen, das Deck ist zerstört und das Schiff macht sich auf seine letzte Reise. Die direkt zum Grund des Hafenbeckens. Während es im unbarmherzigen schwarzen Wasser versinkt, fängt die Sonne an, ein wenig heller zu scheinen, und der Nebel beginnt sich endlich zu lichten. Als ihr endlich wieder festen Boden unter den Füßen habt, begutachtet ihr den Kristall, der sich inzwischen warm anfühlt. Offensichtlich war er nicht die Ursache für das Übel, aber vielleicht bringt er euch mehr Glück als seinem früheren Besitzer. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Befreiung des gefallenen Admirals von seinem Fluch auch den Rest der Stadt vom Misma des Chaos und der Krankheit befreit. Ihr betrachtet die Verwüstung, die die Kreaturen der Dunkelheit angerichtet haben, und euch überkommen Zweifel. Was erwartet euch wohl noch auf eurer Reise? Welchen weiteren Schrecken müsst ihr euch stellen? Zumindest seid ihr froh, dass das Klingeln in euren Ohren und das hoffnungslose Gefühl verschwunden ist. Tief in den Gedanken bahnt ihr euch den Weg durch die Gassen zurück zu Tamagas Werkstatt, vorbei an zahllosen Leichen und Verwundeten, an den Opfern der Kreaturen und der Seuche. Ein paar Menschen wagen sich bereits nach draußen, um beim Wiederaufbau der Stadt und den Verwundeten zu helfen. Es ist wirklich erstaunlich, wie die Menschen es schaffen, sich auch vom schlimmsten Übel nicht unterkriegen zu lassen. Als ihr die Werkstatt endlich erreicht, fühlt ihr euch niedergeschlagen. Aber Tamaga erwartet euch draußen vor der Tür und sein Blick drückt pure Dankbarkeit aus. Komm schnell, wir müssen uns auf den Aufbruch vorbereiten, ruft er euch zu und gebietet euch schnell einzutreten so liebe freunde wir sind durch mit dieser nebenquest. allerdings ich bekomme jetzt zwar eine belohnung aber es ist etwas angegeben bzw. es fehlt eine angabe wo ich jetzt nicht glaube dass das korrekt ist ich denke man hat es tatsächlich hier im abenteuerbuch vergessen denn wir bekommen keine Lagerphase. Jedenfalls steht es nicht am Ende drin. Des Weiteren steht auch nicht drin, wie wir jetzt eigentlich nach der Nebenquest weitermachen sollen. Ich gehe davon aus, einfach mit Kapitel 4 soll ja quasi zwischen Kapitel 3 und 4 angelegt sein, die Nebenquest. Aber auch da hätte ich mir natürlich gewünscht, befindet euch in einer Kampagne, geht es jetzt weiter mit Kapitel 4. Ich werde mich da noch kundig machen, ob das tatsächlich so gewollt ist, dass wir jetzt keine Lagerphase haben. Das würde bedeuten, wir behalten unsere Flüche, wir lassen die Würfel so, wie sie sind, unsere Bleiben so und wir würden geschwächt ins nächste Kapitel gehen. Und das ist eine Sache, die kann ich mir für eine Zwischennebenquest einfach nicht vorstellen, dass das vom Design her so gedacht ist. Zumal jeder Held jetzt von uns sogar noch eine Belohnung bekommt. Wir dürfen uns nämlich jetzt die Lagergegenstände für Stufe 1 nehmen und jeder Held darf sich einen Gegenstand aussuchen. Aber da wir keine Lagerphase haben, jedenfalls Status Quo, dürfen wir den Gegenstand nicht gleich anlegen. Er geht in unser Inventar und für unseren Warn habe ich mir hier. Diese Dornenrüstung des Lichts ausgesucht. Macht genau das gleiche wie die Plattenrüstung, nur mit einem besonderen Effekt. Wenn halt ein Monster uns angreift, dann kriegt es quasi einen Zurückschlagen und somit selber Schaden hineingedonnert. Auch Lorelei bekommt einen neuen Gegenstand, auch ihr gebe ich eine neue Rüstung und zwar diesen kleinen Tarnumhang. Der ist sehr cool, sehr interessant, allerdings ein klein wenig zwielicht. Wenn er angewendet wird, wird er uns nämlich verfluchen. Das heißt, wir müssen uns einen Fluchwürfel geben. Aber er hat einen coolen Verhindereffekt, das heißt verhindern 4, also schon mal das Doppelte von dem, was wir hier kriegen. Okay, hier können wir das Ganze zweimal anwenden, allerdings halt nicht auf eine Bedrohung. Aber das Coole am Tarnumhang ist, dass wir zusätzlich verborgen werden, also diesen Zustand bekommen und wo wir dann den Doppelschaden ausführen wir den Zustand auf uns drauf haben und zusätzlich auch noch Telekinese. Wir können uns ein klein wenig wegbewegen. Also, ich denke mal, dieser Umhang wird auf alle Fälle uns gute Dienste leisten, wenn er uns nicht total verflucht. Okay, liebe Freunde, und damit sind wir durch mit dieser ich denke mal recht umfangreichen Staffel. Wir haben zwei Kapitel geschafft, das Kapitel 3 und die Erweiterung Lucanors Verderben. Als nächstes, wie ich meine, wird es mit Kapitel 4 weitergehen und zwar der Überfall auf Ignis Pyra. Mal sehen, was uns da erwartet. Allerdings, das wird jetzt nicht gleich nächste oder übernächste Woche weitergehen. Ich werde zugunsten anderer Spieler erstmal eine kleine Tunagor-Pause einlegen, aber Tunagor wird auf alle Fälle zurückkommen, denn ich will ja wissen, wie es weiter in der Kampagne geht. Und irgendwann möchte ich natürlich auch, wenn Apokalypse auf Deutsch erscheint, auch mit diesem Abenteuer weitermachen. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet etwas Spaß an dieser Reihe. Wenn ja, hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß. Spaß am Spiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Genu.